Millionen Rentner warten. Wann und wie erfahre ich, ob ich den EM-Rentenzuschlag bis 7,5% überhaupt erhalte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema EM-Rentenzuschlag bis 7,5% neben der allgemeinen Rentenerhöhung 4,57%. Schlägt ganz hohe Wellen. Wir bekommen auf rentenbescheid24.de jeden Tag ganz viele Anfragen zu diesem Thema. Jeder von Ihnen möchte individuell beraten werden durch uns. Das können wir leider nicht leisten. Und deshalb werden wir nochmal einige Videos zu diesem Thema ins Netz stellen und auch hier entsprechende Verlinkungen in entsprechenden Mails dann als allgemeine Antwort-Mails Ihnen zusenden. Bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld. Wir sind hier in Arbeit. Wir arbeiten praktisch hier nochmal ein paar Videos für Sie aus. Ja, starten wir ganz einfach mal mit dieser Frage. Gibt es denn überhaupt eine Erklärung, etwas Schriftliches? Kriege ich irgendeinen Bescheid in die Hand, wo drin steht, ja, ich bekomme den Zuschlag, ja, er ist für mich da, in welcher Höhe wird er dann ausgezahlt und so weiter und so fort. Und da kann ich Ihnen hier schon mal eine von mir vorbereitete Übersicht geben. Also, worum geht es nochmal? Es geht nochmal um diesen EM-Rentenzuschlag bis 7,5%, der ja ab Juli 2024 für rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ausgezahlt werden soll. Es betrifft nicht nur EM-Rentner im Bestand, also die eine EM-Rente in dem Zeitraum von 2001 bis 2018 erhalten haben, sondern es geht auch um hinterbliebenen Rentenempfänger oder dann aus den EM-Renten nachfolgende Altersrenten und so weiter. Also es gibt da verschiedene Personengruppen, die davon betroffen sind. Auch dazu werde ich nochmal ein gesondertes Video drehen, wer überhaupt explizit überhaupt einen Anspruch hat und wer keinen Anspruch hat. So, und die Deutsche Rentenversicherung hat mitgeteilt, dass es im Juli 2024, also der Tag steht noch nicht fest, aber im Juli einen Bescheid mit der Höhe des Zuschlags und des Zeitraums der Zahlung geben soll. Das heißt also, es kommt für die Berechtigten, die Anspruch auf diesen Zuschlag haben, kriegen ein Blatt Papier in die Hand. Und da steht drinne, Sie haben Anspruch auf den Zuschlag. Da steht drinne, wie hoch der ist und wie lange der gezahlt wird. Wahrscheinlich bis zum 30.11.2025. Danach gibt es einen neuen Rentenbescheid. Dann gucken Sie bitte in der Zeit vom 10. Juli bis 20. Juli erstmals auf Ihren Kontoauszug. Wenn dort eine Überweisung mit einem etwas kleineren Betrag als Ihre normale Rente überwiesen wird mit dem Stichwort Rentenzuschlag oder mit der Bezeichnung Rentenzuschlag, dann wissen Sie, aha, ich bin mit dabei. Ja? So. Und der Zuschlagsbescheid, der gilt erstmal grundsätzlich befristet bis zum 30.11.2025. Die Berechnung und die Auszahlung des Zuschlags wird also erstmal netto Auszahlungsbetrag bis zum 30.11.2025 erfolgen. Ab 12.2025, also Dezember 2025, gibt es dann einen neuen Bescheid. Da wird dann der Zuschlag nicht mehr extra ausgewiesen, also dann wird der Zuschlag zwar auch noch extra ausgewiesen in dem neuen Rentenbescheid, aber Sie bekommen dann ab Dezember 2025 die Rente mit dem Zuschlag als einen Betrag ausgezahlt, meine Damen und Herren. So ist die aktuelle Rechtslage nach dem EM-Rentenbestandsverbesserungsauszahlungsgesetz, was ja als Nothilfe durch die Bundesregierung im April 2024 auf den Weg gebracht wurde, als sich herausgestellt hat, dass die deutsche Rentenversicherung mit normalen Rentenbescheiden den Extrazuschlag nicht auszahlen kann, weil es dort technische, personelle und auch organisatorische Probleme in der Umsetzung des EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetzes vom 28. Juni 2022 gegeben hat oder immer noch gibt. Wir wissen nicht, was da genau los ist. Also, meine Damen und Herren, Sie erhalten im Juli, den Tag kann ich Ihnen nicht sagen, einen Bescheid, wo drin steht, dass Sie den Zuschlag bekommen und auch die Zahlung, in welchem Zeitraum diese Zahlung erfolgt. Grundsätzlich merken Sie sich bitte,
Wenn Sie mit dabei sind, der Zuschlag wird immer als Netto ausgezahlt. Das heißt also, Sie erhalten diesen Zuschlag in Höhe eines Nettobetrages und zwar nach der Berechnung der Rente inklusive Rentenerhöhung 4,57%. Daraus sich ergebender Nettobetrag, auch dazu werde ich nochmal eine extra Folie machen, wie das berechnet wird. Und dann aus diesem Nettobetrag heraus erhalten Sie dann den Zuschlag entweder 4,5% oder 7,5%. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.